Was geht ab? Hier ist dein Joker rund um Apple. Es ist endlich soweit. Man kann iOS 17 in der finalen Version jetzt herunterladen. Was sind die Voraussetzungen, um iOS 17 auf eurem iPhone zu installieren? Als erstes würde ich euch empfehlen, ein Backup von eurem aktuellen iPhone zu machen, für den Fall der Fälle, dass irgendwas schief gehen sollte. Ansonsten braucht ihr auf jeden Fall ein iPhone SE zweite Generation, iPhone XR, iPhone XS und höher. Die unterstützen alle iOS 17. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die neuen Funktionen an. Wie jedes Jahr gibt es abseits zu den neuen iPhones auch Wallpaper, die natürlich vorinstalliert sind. Ich persönlich mag das Hauptwallpaper von iOS 17 extrem gerne. Das gibt es in hell und in dunkel und auch mit dem Tiefeneffekt, der die Uhrzeit so ein bisschen verdecken kann, wenn man das möchte. Auch in der Kategorie Astronomie und Wetter findet man neue Wallpaper, zum Beispiel den Saturn. Sieht auch extrem episch aus und ich benutze es in der Regel am Abend, wenn ich den Fokus schlafen oder zu Bett gehen einstelle. Dann wechselt er auf dieses Wallpaper. Finde ich, sieht sehr, sehr schön aus. Weiter unten findet ihr in der Kategorie Unity auch neue Wallpaper und es gibt eine neue Kategorie, die heißt Kaleidoskop. Sieht sehr, sehr schön aus, ist für mich ein bisschen zu wild und erinnert mich ein bisschen an meine Waldorf-Kindheit, wo ich immer mit dem Kaleidoskop und ein paar Holzblöcken gespielt habe und seht, wo ich gelandet bin. Eines der größten Neuerungen in iOS 17 ist tatsächlich die Kontaktkarte bzw. das Poster und kein Scherz, ich habe immer wieder Fragen von Kunden gehabt, hey, wie kann ich es einstellen, dass wenn ich jemand anrufe, dass mein Bild in groß angezeigt wird, wie geht das denn, Joel, zeig mir das mal. Von der Seite hat Apple hier alles richtig gemacht, auf dieses Feature zu setzen. Als erstes ist es wichtig, dass ihr eure eigene Kontaktkarte über die Einstellung Kontakte festgelegt habt und in dieser Kontaktkarte sollte natürlich Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc. eingegeben sein. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr über die Telefon-App auf die Kontakte gehen. Hier ist es wichtig zu unterscheiden, dass es zwei Bilder gibt. Einmal das Poster, was vollflächig angezeigt wird, wenn ihr jemanden anruft. Derjenige muss aber eure Nummer in seinem Kontaktebuch gespeichert haben. Und einmal das Kontaktfoto, was das kleine Runde ist, was ihr neben eurer Karte seht. Das ist eure persönliche Karte, die ihr selber festlegen könnt. Und wenn andere zu faul sind, also eure Freunde, und dieses Feature nicht nutzen, habt ihr auch die Möglichkeit, selber bei anderen Kontakten von euch ein Bild zu hinterlegen, was dann angezeigt wird, wenn derjenige anruft. Und hier habt ihr auch noch die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn derjenige dann doch mal ein Bild einstellt, dann soll mein Bild ersetzt werden oder halt nicht. Im Übrigen habt ihr auch die Möglichkeit, verschiedene Kontaktkarten anzulegen. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel eine neue erstellen, dann können wir dort auswählen, wollen wir ein Foto auswählen, wollen wir ein Memoji auswählen oder nur ein Monogramm. Und wenn ich jetzt hier Monogramm auswähle, kann ich oben auch noch den Namen anpassen. Von der Schrift und Farbe, wie wir es auch von den Wallpapern kennen, kann ich den individualisieren und klein und groß machen. Name Drop ist ein Feature und natürlich ein fantastischer Name, der ein bisschen von AirDrop kommt. Das kennen viele von euch sicherlich, wo man einfach Fotos über die Luft auf ein anderes iPhone rübersenden kann. Name Drop geht ein bisschen weiter und hier hat Apple sehr viel Liebe reingesteckt, denn ihr könnt einfach zwei iPhones aneinander halten und dann seht ihr eine wunderschöne Animation und die sorgt dafür, dass die Kontaktkarten ausgetauscht werden. Ihr müsst ihr aber keine Sorge haben, es wird nicht gleich alles rübergeschickt, sondern in dem Moment, wo ihr die aneinander haltet, könnt ihr auswählen, was wollt ihr teilen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und dann könnt ihr auf Später oder auf Teilen drücken und dann bekommt der andere eure Kontaktkarte rübergeschickt. Später im Jahr soll es dann auch noch möglich sein, dass man Name Drop mit der Apple Watch zum Beispiel benutzt und nicht nur mit der Apple Watch Ultra, sondern auch mit der Apple Watch Series 6 bzw. Apple Watch SE 1 und 2. Im Übrigen wurde diese Funktionalität, die iPhones aneinander zu halten, um etwas auszutauschen, auch auf AirDrop übertragen. Das heißt, wenn ihr auf eurem iPhone Fotos auswählt und haltet die an ein anderes iPhone, werden diese auch sofort übertragen bzw. dem anderen angeboten. Ihr müsst nicht mehr in das Menü reingehen. Auch hier kommt später im Laufe des Jahres noch die Funktionalität, dass wenn es sehr, sehr viele Fotos und Videos sind und ihr los müsst, diese Fotos dann nicht abgebrochen werden, sondern sie werden über das Internet zu der anderen Person rübergeladen. Mit der letzten Beta hat Apple dann auch noch die Klingeltöne und Textnachrichten aktualisiert und ich war erst sehr, sehr überrascht, aber dann auch sehr überzeugt. Das sind wirklich
sehr, sehr schöne Klingeltöne. Die sind sehr lang. Es gibt eine große Auswahl und die alten Klingeltöne wurden in den Klassik-Bereich verschoben. Und auch die Textnachrichten, also wenn ihr eine iMessage bekommt oder so, sind wirklich schöne Optionen dabei. Da könnt ihr mal ein frisches Setup für euch wählen. Ich spiele euch hier mal ein paar ein, damit ihr einen Eindruck bekommt. Und die findet ihr natürlich wie immer unter Einstellung, Töne und Haptik. Ich glaube, spätestens jetzt habt ihr den Eindruck, dass Apple wirklich sehr, sehr viele kleine, liebevolle, auch zum Teil verspielte Dinge in iOS 17 implementiert hat. Das nächste, was wir uns anschauen, ist auch sehr, sehr verspielt, aber bringt extrem Spaß und das sind Sticker. In der Nachrichten-App gibt es jetzt nämlich die Möglichkeit, auf Nachrichten mit Stickern zu reagieren. Und das sind nicht irgendwelche Sticker, die ihr irgendwo runterladet. Ich meine, das könnt ihr auch machen. Aber ihr könnt aus euren eigenen Fotos, ob es Live-Fotos sind oder nicht, Sticker erstellen und diese animieren bzw. farblich verändern. Und das geht wirklich super einfach. Ihr geht unten auf das Plus, dann gibt es da den Punkt Sticker und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit dem Plus neue Sticker zu erstellen. Da greift er dann auf die Fotos zu. Ihr könnt dann zum Beispiel Live-Fotos wählen. Ihr könnt diesen Sticker auswählen, hinzufügen und jetzt seht ihr, ist hier der automatisch animierte Sticker am Start und man kann hier auch noch einen Effekt hinzufügen, also eine Kontur beispielsweise, dann ist die Animation nicht mehr da, aber es gibt diverse Möglichkeiten, glänzend, gewölbt oder ich gehe aufs Original und kann oben die Live-Funktion wieder aktivieren. Diese Sticker lassen sich dann einfach auf irgendwelche Nachrichten draufziehen als Antwort. Und das Schöne daran ist, ihr müsst die Sticker nicht auf allen Geräten neu erstellen, sondern sobald ihr die erstellt habt, werden die über die Cloud auf alle eure Geräte übertragen und ihr könnt sie überall nutzen. Ja, und außerdem sind Widgets jetzt endlich interaktiv. Ich meine, für mich waren Widgets eigentlich schon immer in irgendeiner Weise interaktiv und nicht einfach nur eine Informationsanzeige. Aber wir hatten nicht die Möglichkeit, mit dem Inhalt, der uns angezeigt wird, irgendwie zu interagieren, sondern wenn das Wetter dort angezeigt wurde oder die Erinnerungen und wir wollten die abhaken, sind wir dann in der App gelandet und mussten da nochmal abhaken. Das hat sich jetzt geändert. Sowohl für die Widgets gibt es jetzt die Möglichkeit, interaktiv im Widget direkt etwas abzuhaken, zu bestätigen oder anzutippen. Und auch für die Widgets, die ihr eventuell im Sperrbildschirm habt, auch diese lassen sich, thank God, jetzt interaktiv benutzen. Ich meine, allein für irgendwelche HomeKit-Lampen oder Schlösser ist es natürlich super angenehm, wenn man sich dafür einfach ein kleines Widget auf den Sperrbildschirm legen kann und das direkt dort auch auslösen kann, ohne in die Home-App weitergeleitet zu werden. Die Gesundheits-App von Apple ist für mich einfach so ein Hafen für meine Gesundheitsdaten. Ganz egal, ob die von der Withings-Waage kommen oder vom Aura-Ring oder der Apple Watch. Sie werden dort einfach relativ nüchtern, aber übersichtlich dargestellt. Gestalterisch ist da auf jeden Fall noch Raum nach oben, aber es hat sich auch ein bisschen was getan. Der Favoritenbereich ist schon verbessert bzw. auch aktualisiert worden und ein Bereich, den ich in der Beta-Phase sehr viel getestet habe und auch für gut befunden habe, ist der Bereich mentale Gesundheit. Man hat nämlich die Möglichkeit, sich erinnern zu lassen, ein Check-in zu machen, wie man sich gerade fühlt, was einen gerade belastet, stresst oder ob man vielleicht gerade sehr, sehr gut drauf ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man das über einen langen Zeitraum bekommt. Erstmal stellt man sich die Frage, wie geht es mir eigentlich? Ist eigentlich alles in Ordnung, so wie es ist oder nicht? Und man bekommt einen guten Überblick, was eigentlich im ganzen Jahr so bei mir mental passiert und kann entsprechende Maßnahmen vielleicht vornehmen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Also ich finde den Approach von Apple sehr, sehr gut und kann euch nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, weil es einem ein bisschen klar macht, was ist eigentlich bei mir tagtäglich los. Diese Frage stellt man sich manchmal vielleicht auch zu selten. Eine Funktion, die ich persönlich nicht nutze, das liegt aber auch daran, selbst und ständig, dass man eigentlich die ganze Zeit arbeitet, sind Safari-Profile. Ich glaube, für viele, die angestellt sind, ist das eine gute Möglichkeit, privat und geschäftlich zu trennen, denn man hat in Safari jetzt die Möglichkeit, Profile anzulegen. Ein privates Profil, wo die eigenen Tabs, Favoriten etc. angezeigt werden und ein geschäftliches Profil, was wiederum den geschäftlichen Bereich abdeckt. In diesen verschiedenen Profilen werden Favoriten, Tabs, Verlauf, Erweiterung, Tabgruppen
und Cookies voneinander getrennt. Wenn ihr auf dem iPhone Profile anlegen wollt, dann geht ihr in die Einstellungen, dann unten auf Safari und dort habt ihr die Möglichkeit, die Profile für euch festzulegen, die ihr braucht. Eine Funktion, die auch sehr, sehr hilfreich ist und lange erwartet wurde, ist Offline Maps, vor allen Dingen in Deutschland, wo es ja doch noch Bereiche gibt, wo man keinen Empfang hat, wo man keine Karten runterladen kann. Oder wenn man eine Reise macht, hat man jetzt die Möglichkeit, mit der Karten-App diesen Bereich vorher herunterzuladen. Ihr könnt da in die Karten-App gehen und dann auf euer Profil und habt hier die Möglichkeit, über Offline-Karten eine neue Karte zu laden. Da wählt ihr zum Beispiel einfach euren aktuellen Ort aus und ihr seht, ich kann hier auch noch extrem rauszoomen und kann hier im Prinzip fast ganz Ostdeutschland einmal herunterladen. Das sind immerhin 3,3 Gigabyte. Aber wenn ich dort unterwegs bin, wird nicht aus dem Internet heruntergeladen, sondern die Offline-Karten werden genutzt. Das letzte Feature, was ihr auch hier schon im Hintergrund seht, ist, glaube ich, das, was am meisten Spaß macht und wo sich viele darüber gefreut haben, weil wir auch immer wieder gewartet haben, vielleicht kommt ja nochmal ein HomePod mit einem Display, wo man genau diese Informationen sehen kann. Nein, der ist bisher nicht aufgetaucht, aber es gibt jetzt die Funktion Standby. Und die funktioniert so, dass wenn euer iPhone in die Horizontale quasi geht, wie auf dem Ladegerät hier hinten, dann kann sie verschiedene Informationen anzeigen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob per Kabel aufgeladen wird oder über MagSafe. Das iPhone muss sich einfach in der Horizontalen befinden und es muss auch nicht zwingend auf einem Ständer stehen, sondern es kann auch irgendwo angelehnt sein und schon wird diese Funktion ausgelöst. Und hier gibt es verschiedene Modi. Zum Beispiel könnt ihr euch die Fotoalben, die euch am liebsten sind, anzeigen lassen, zusammen natürlich mit der Uhrzeit und wo das Ganze passiert ist oder wo das Foto geschossen wurde. Diese läuft dann in einer Diashow durch. Dann gibt es noch eine weitere Anzeige, die Uhrzeit, das Datum und die Temperatur anzeigt. Das ist im Prinzip so eine klassische Uhr in verschiedenen Designformen. Sowieso, finde ich, erinnert dieser Bereich sehr an die Apple Watch. Es sieht einfach so ein bisschen aus wie Watch Faces bei der Apple Watch, die man sich so ein bisschen zusammen konfigurieren kann. Dazu gehört auch ein weiterer Konfigurationsbereich, wo ihr zwei Widgets links und rechts anordnen könnt. Und das funktioniert im Prinzip genauso wie auf eurem iPhone, wenn ihr dort ein Widget anlegt. Ihr könnt eine intelligente Reihenfolge auslösen. Ihr könnt Widgets reintun, rausnehmen. So kann man die Erinnerungen dort ablegen. Man bekommt aber auch Live-Aktivitäten, wenn ihr was zu essen bestellt habt oder auf ein Taxi wartet, wird es dort auch angezeigt. Jetzt im Hintergrund seht ihr gerade, dass es ausgegangen ist. Und das liegt daran, wenn gerade keine Bewegung ist oder wenn das Licht langsam ausgeht, weil ihr ins Bett geht, dann gibt es einen entsprechenden Nachtmodus, der sehr zurückhaltend ist, so ein leichter Rotton, wo ihr dann trotzdem immer noch bei Bewegung die Uhrzeit oder eure Informationen sehen könnt, die ihr eingeschaltet habt. Jetzt habt ihr einen guten Überblick über die großen neuen Features von iOS 17. Es gibt, wie gesagt, jede Menge und es sind auch noch Features, die gar nicht fertig sind, die später im Laufe des Jahres kommen, die sehr, sehr interessant sind. Wir haben auf dem Joker Raw Kanal ja auch schon ein Video zu Personal Voice gemacht, was auch ein super krasses Feature ist. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ich verlinke euch das Video unten in der Beschreibung. Aber ich würde euch bitten, ihr habt sicherlich die ein oder andere neue Funktion auch in iOS 17 entdeckt. Wenn ja, dann schreibt sie auch einfach unten in die Kommentare. Dann können nämlich die anderen Zuschauer auch dort mal vorbeischauen und sich noch das ein oder andere Feature abholen, was für sie vielleicht auch interessant ist. Und ich werde euch natürlich in regelmäßigen Abständen hier im Joker Plus Format immer wieder auf den neuesten Stand bringen, was es für neue iOS 17 Features gibt. Deswegen schaut auch gerne auf Instagram bei Joker TV vorbei. Ich verlinke euch das auch unten in der Beschreibung. Dort werde ich immer wieder kurze Reels raushauen, wo ihr neue Funktionen mit iOS 17 kennenlernen könnt. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, sehen wir uns vielleicht am Wochenende wieder. Dann kommen ja die neuen iPhones und die werde ich hier natürlich auch auf dem Kanal unboxen, ausprobieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch wieder einige News, die wir hier in den Joker News für euch mitteilen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.